Die Konkurrenz zum Heinzelmann ist nicht die Hampelfrau. Heute stelle ich euch die Heinzelfrau Brigitte vor. Das ist Brigitte. Brigitte ist sozusagen die Postbeamtin hier, weil es gibt ja ein eigenes Weihnachtspostamt. Ihr seid hier sozusagen die Quelle für die besonderen Briefmarken. Genau, ja auch, für, ne? Also Heinzel. Ihr habt hier die Heinzelmarke. Wir haben ja jedes Jahr ein neues Motiv und dieses Jahr ist es das mit dem Haie. Ah, die Haie. Die Briefmarke hat einen Wert von 70 Cent. Wird auch so als deutsches Briefporto, kann man einen Brief mit verschicken. Ja. Kostet bei uns 1 Euro und die 30 Cent spenden wir an den Nachwuchs des Kölner Eishockeyclubs. Super. Das ist das Entscheidende jetzt hier. Es ist nämlich ein echtes Postamt, weil man hier sowohl an das Christkind als auch an den Weihnachtsmann schreiben kann. Gibt es ein bestimmtes Datum, bis wann die... Ja, sie sollten spätestens bis zum 20. Dezember hier sein. Lieber früher. Lieber früher, weil dann wird es schon eng. Wird es eng, genau. Und ja, super. Die Lina wünscht sich einen echten Hund. An wen geht jetzt der Brief? Ans Christkind. Ans Christkind, okay, dann wirf's da ein. Also ich wünsche mir als Heinzel, dass wir, die Heinzel, nicht nur zu Weihnachten, sondern für immer in Köln bleiben dürfen. Dort wäre doch schön. Und das käme auch noch den Kölnern zugute, ne? Die brauchen nicht mehr so viel zu arbeiten.